Ja, ich sitze mit Samantha Kedai. Schönen guten Tag. Von Hallo. Der WHP sind Sie. Ja, genau. Ja, wofür steht denn WHP? Das ist die Wirtschaftliche Handelspartei. Und unser Ziel ist weniger als mehr. Und zwar wollen wir mit Energie weltweit handeln, und zwar mit erneuerbarer Energie. Und zwar ist unser Ziel, den CO2-Ausstoß weltweit zu verringern. Und zwar wollen wir deswegen mit Wind-, Solar- und Wasserenergie nach Amerika und Asien exportieren und die Länder dort von der erneuerbaren Energie zu überzeugen. Und denken Sie, Sie haben eine Chance bei der Wahl? Ja, natürlich, weil das ist ja nicht unser einziges Konzept oder unsere einzige Idee. Wir haben zum Beispiel noch die Energie mit sogenannten Energiekonten. Und zwar ist es so, dass eine Familie dann pro Jahr einen bestimmten Ausstoß an CO2 haben darf. Und wenn sie mehr braucht, dann muss sie sich das von jemand anderem kaufen. Und je weniger CO2-Ausstoß man hat, desto besser. Ne? Ja, das hört sich interessant an. Sind wir gespannt. Danke, Frau Kehler. Ja, danke schön. Schönen guten Tag. So. So ein paar Sätze über erneuerbare Energie, was Sie davon halten. Mein Gott, hätte ich mich vorbereitet. Ja, Überraschung. Einfach was los. Oder Umweltschutz, können Sie auch was schon sagen. Ja. Umweltschutz. Erneuerbare Energien sind wichtig. Warum? Weil irgendwann alle Brennstoffe weg sind. Ja, das ist schon mal gut. Und irgendwie wissen Sie, welche erneuerbaren Energien Solar, es gibt? Solar, Wind, Wasser. Ja, das ist rein. Ja. Wissen, was Sie über erneuerbare Energien zu sagen haben? Was ich zu sagen habe? Ich finde erneuerbare Energien eigentlich ganz gut. Vorteil, sie sind permanent nutzbar. Das heißt, es wird immer die Sonne scheinen, es gibt immer Wind, es gibt die Wasserkraft. Und vor allen Dingen verschlucken sie unseren Umweltfaktor. Das heißt, prinzipiell lässt sich mit sauberer Energie zum einen Energie gewinnen und zum zweiten auch die Umwelt schonen. Ja, sehr gut. Das war's schon. Ja, ja, super. Dann. Ja, ich stehe hier mit Kevin van der Wetering von der SGP. Schönen guten Tag. Guten Tag. Was sind denn Ihre Ziele für diese Wahl? Ja, also erstmal sollte man sagen, wir sind eine sozial gerichtete Partei. Und unsere Ziele sind, in erneuerbare Energien zu investieren, damit wir da halt unseren Strom herbeziehen können. Wir wollen Arbeitsplätze schaffen, die sozialen Brennpunkte in Europa ausfindig machen, vor allem auch in so Hauptstädten wie Berlin, Madrid, wo die Jugendkriminalität sehr weit verbreitet ist, diese Brennpunkte ausfindig machen und dort dann gezielt wirken. Und wir möchten ein sehr kleines Anliegen, aber vielleicht hat es doch eine große Wirkung, den im Hartz IV als Tabakzusatz gesetzten Zuschuss vom Staat, den möchten wir umbenennen in einen sogenannten Luxuszusatz. Meinen Sie nicht, das kostet ein bisschen viel Geld? Ja, also wir haben uns da natürlich auch Gedanken gemacht und die Mittel werden dann natürlich, dass wir, also als allererstes möchten wir in ganz Europa einheitliches Tempolimit einführen, 130 km/h auf jeder Autobahn, wenn man nämlich schneller als 130 km/h fährt, dann verbraucht man überdimensional viel Sprit und was dann natürlich auch wieder den CO2-Ausstoß fördern würde. Dann möchten wir in ganz Europa den Anteil, den man bei Zigaretten versteuert, den möchten wir gleich machen, damit nicht aus zum Beispiel Polen oder anderen Oststaaten der EU die Zigaretten hier hinüber geschmuggelt werden. Und da möchten wir halt die Tabaksteuer leicht erhöhen und gleichzeitig überall angleichen. Ja, und wir möchten eine Reichensteuer einführen. Also, dass die reichen Leute, die sowieso genug Geld haben, ein bisschen mehr Steuern bezahlen. Das tut denen nicht weh, aber wenn man das dann auf die Allgemeinheit bezieht, wäre es natürlich sehr gut. Ja, vielen Dank, Herr van der Wetering. Bitteschön. Ja, wir haben hier den Herrn Kötter. Was halten Sie denn von alternativer Energie? Ja, alternative Energien, denke ich, gehören zum heutigen Energiemix dazu. Sie stellen einen Ausweg aus der Bedrohung durch den Treibhauseffekt dar. Allein mit alternativen Energien wird man aber, denke ich, nicht klarkommen. Man wird immer fossilen Energieträger immer noch brauchen. Ja, sehr gut. Danke, Herr Kötter. Bitte. Für uns in Physik, erneuerbare Energien ist schlicht und ergreifend Quatsch, dieser Ausdruck. Man kann Energien nur umwandeln.
Ja. Okay. So. Und ja, was halten Sie von Umweltschutz? Eine ganze Menge. Ja, ja? Aber unser Problem ist im Prinzip, die Erde ist überbevölkert. Ja, Herr Witter, sind Sie denn der Meinung, man kann den Klimawandel bzw. die Erderwärmung überhaupt noch aufhalten? Zunächst mal ist es so, dass die Energie, die wir haben, grundsätzlich von der Sonne kommt. Ja? Grundsätzlich. So. Und die prasselt nur auf uns ein. Was wir damit machen, ist eine andere Frage. Aber die ist da. Und die geht ja, naja, die Erde strahlt natürlich auch ein bisschen in den Weltraum. Aber im Grunde genommen muss die Erde sich ständig weiter erwärmen. Ja, aber wir sind ja Teil von dieser Klimawandlung. Wo sind Sie denn der Meinung, wer ist der Hauptverursacher für sowas? USA. Ja, hier ist Tabea Thyssen von der LUSP. Wofür steht das? Das steht für die Liberale Umweltschutzpartei. Ja. Ja, was habt ihr für Ziele? Unsere Ziele ist der Umweltschutz und der Tierschutz. Ja, ja, noch ein bisschen mehr vielleicht, weil wir können uns da wenig darunter vorstellen. Ja, wir wollen die erneuerbaren Energien fördern, damit der CO2-Ausstoß geringer wird und wir dadurch die Tiere schützen können, die bedroht sind. Ja, okay, hört sich interessant an. Danke, Frau Thyssen. Schönen Tag. Ja, tschüss. Frau Biermann, und wir wollen mal wissen, ob Sie denken, dass um Thema Umwelt, ob das überhaupt noch zu retten ist. Ja, sicher. Ich glaube schon daran. Ich bin ja Optimist, sonst wäre ich ja nicht Lehrerin. Aber es muss natürlich eine Menge passieren. Ja. Das heißt, es wird immer noch zu wenig in alternative Energien gesteckt. Also ich finde, die Politik ist da noch viel zu lasch. Die Lobbyisten haben da immer noch was sagen und das finde ich nicht in Ordnung. Denn es geht da ja wirklich um was. Es geht ja um eure Zukunft. Okay, danke, Frau Biermann. Bitte. Vom Thema Tierschutz. Ja, es ist doch unbedingt erforderlich, dass wir sozusagen als Menschen die Aufgabe haben, unsere Umwelt, die ich natürlich in besonderer Weise als Religionslehre als Schöpfung begreife, zu schützen und zu schonen habe. Das ist doch völlig klar. Ja, sehr gut. Danke, Herr Kati. Ja, was halten Sie vom Thema Umweltschutz? Tut mir leid, es wird zu wenig gemacht. Okay, danke. Ja, bitte schön. Tschüss. Ja. Ich möchte nur einen kurzen Satz zum Thema Tierschutz sagen, was Sie davon halten. Ja, ich denke, das ist ein wichtiges Thema, der Tierschutz. Und ja, insbesondere natürlich auch, was den Gewässertierschutz betrifft, Fische. Das ist ja momentan auch ein Thema. Ich weiß nicht, welche Schwerpunkte Sie verfolgen derzeit. Ja, okay, danke.